Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir so unsere ersten Bauarbeiten vorgenommen. Wir haben ein bisschen die Farm ausgestattet mit ein paar Geschützen, damit die auch geschützt sind. Haben uns um den Steinbruch gekümmert. Haben dort die Pumpe ans Laufen gebracht, die das Wasser wegpumpen soll, das den Steinbruch an sich überflutet hat. Wobei ein paar Meyerlurks aufgetaucht sind, die uns ein bisschen Schwierigkeiten bereiten wollten. Und ansonsten haben wir am Ende der Folge ja nur noch ein paar unserer Wertgegenstände abgelegt. Aber mir ist ja am Ende der Folge auch noch was aufgefallen. Denn wir haben noch ein. Drei Level-Ups. Ups. Die könnten wir mal schnell eben ausgeben, würde ich sagen. Bevor wir jetzt in die Stadt stürmen und uns waghalsig im nächsten Kampf schmeißen. Oh, Sandmann. Wiederverwerter, spare, dann hast du in der Not. Verwertest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponenten wie Schrauben, Aluminium und Kupfer. Ich würde mal sagen, davon nehmen wir mal eins. So, was brauchten wir noch? Waffenfreak wäre nicht schlecht. Schwarze Witwe habe ich privat genommen. Aber ich glaube, ansonsten wären Rüstungsmeister und Waffenfreak eigentlich nicht verkehrt. Wir nehmen mal Schwarze Witwe, den Waffenfreak und das war's. So. Wenn jetzt einige damit nicht zufrieden sind, tut mir das wirklich leid, aber ich spiele mit dem Charakter und ihr müsst mich bitte so spielen lassen, wie ich das gerne möchte. Ihr könnt mit eurem Charakter ja auch das tun, was ihr wollt. Da redet euch ja auch keiner zwischen. So, wir schauen uns jetzt aber erstmal ein bisschen in den Häusern hier um, bevor wir tief in die Stadt eindringen. Und? Dogmeat. Hey, warte da. Genau, warte mal kurz da. Quetschen wir uns nicht zusammen hier durch die Bude. Ich mache mal die Tür zu. Baseballschläger. Hey. Das finde ich nice. Baseballschläger sind immer meine besten Freunde in solchen Sachen wie hier. Kronkorkenvorrat. Ich kriege hier gerade Besuch von einer Motte. Entschuldigung. Fleisch und Bohnen. Wow. Nuka Cola Quantum. Yay. Die ist auch wieder dabei. Zuckerbomben. Lecker, lecker, lecker. Die habe ich gerade beim Reinkommen schon gesehen. Wie war das hier? Enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge, ne? So. Haben wir hier noch was? Da ist noch eine Kiste. Eine Schweißerbrille. Ein rotes Halstuch. Haarklammer und Aschenbecher. Haarklammer Box. Schweißerbrille 2 Stück. 2 rote Halstücher. Alter, was ist denn jetzt hier los? Voll die Insekteninvasion hier bei mir im Zimmer. Ich glaube, den kriegen wir nicht auf, weil wir. Oh shit. Schloss sieht stabil aus. Ich hätte einen Punkt dafür verwenden sollen. Verdammt. Zu spät. Eine Nuka-Cola ist noch übrig. So. Jet und Mantet. Lecker, lecker. Brauchen wir vielleicht irgendwann mal. Aber nicht jetzt. So, dann können wir wieder raus. Ich rüste den Baseballschläger mal eben ins Schnellmenü aus. Dann haben wir neben unserem Schlagstock von der Polizei Auf und los. genau noch einen anderen Ersatz, der vielleicht ein bisschen mehr reinhaut. Concord, genau. Endlich sind wir da in der neuen Stadt. Und das sieht hier irgendwie ganz schön leer aus. Jetzt sieht es aber wenigstens auch mal vernünftig aus, was die Türen und sowas angeht, weil. Guck mal, eine Krähe. Weil in den anderen Fallout-Teilen fand ich, gab es viel zu viele Türen, die aussahen, als wenn man sie öffnen könnte. Und dann gingen sie nachher doch nicht auf. Und das hat mich immer ein bisschen genervt, weil dann ist man umsonst irgendwo hingeheizt. Irgendwie mitten durch 20 Gegner durch oder sowas, nur um eine Tür öffnen zu wollen. Und dann ging die Tür nicht auf. Da scheint mir nichts offen zu sein. Wir gehen mal hier gleich eben rein. Kommen wir hier? Ja, kommen wir. Ich habe gerade erst gedacht, ich hätte was gehört.
Stimpack, Wasser. Lecker, lecker. Das Wasser bin ich nicht neidisch drum, weil das ist in der Dose. Finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Hä? Superkleber. Doch toll. Den kriege ich auch nicht auf. 10 mm, 38er, 10 mm Pistole, Impro-Gewehr. Ups, habe ich jetzt noch nicht mal was gesehen. Shit, da habe ich nicht mal gesehen, was ich aufgehoben habe. So schnell war ich jetzt. Aber wie ihr seht, ich habe ja in der letzten Folge nicht umsonst mein Inventar leergeräumt. Da habe ich was gehört, definitiv. Es geht schon gut los. Wir sammeln hier schon ohne Ende ein. Kreide nehme ich auch mal mit. Kronkorken auch meine. In die Dinger gucke ich mittlerweile immer rein. Guck mal. Den knallen wir einfach mal über den Haufen. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass wir vieles mitnehmen können. Und das stimmt auch, denn wir sind noch nicht tief in Concrete drin und wir haben schon einiges eingesteckt. Hey, jetzt ist... Hallo? So. Chat, Nuka Cherry, Klingenkorn. Da ist noch ein Kronkorkenvorrat. So, den nehmen wir auch mit. Der hat nämlich Zahnräder da drin. Und die Dinger sind mit am wichtigsten, wie ich bis jetzt herausgekriegt habe. Weil nur wenige Teile Zahnräder haben. So wie goldene Uhren, silberne Uhren. Also diese Taschenuhren, die man überall kriegt. Ja, was heißt überall? In dem Ventilator sind halt welche drin. Oh, fies. Das Schöne ist, jetzt ist hier zwar offen, aber da ist Sendepause. Ich kann hier nicht mal mehr springen. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie da hochkommen könnte, rein theoretisch, jetzt, Dogmeat, geh mal aus dem Weg. Blockiert uns immer noch eine Alpha-Wand den Weg. Ein bisschen unfair, finde ich, aber okay, kann man nichts gegen machen. So, da haben wir gerade noch einen platt gemacht. Das wird doch nicht der einzige gewesen sein. Oh, rote Kiste. Können wir, oder? Oh, Kronkorkenvorrat, Patronen, Klebeband, Schraubenschlüssel. Den Schraubenschlüssel nehme ich mit, weil der Stahl enthält. Ich meine, ja klar, Stahl kriege ich in den einzelnen Vororten auch. Aber dazu muss man immer was wegschmeißen und das finde ich mal ein bisschen doof, weil ich würde die Flächen eigentlich gerne so lassen, wie sie sind, abgesehen davon, dass man sie vielleicht ein bisschen aufräumt. Aber ansonsten würde ich sie gerne unberührt lassen und vielleicht nur so einen Schutzwall rumziehen mit einem Wachturm und ja, das müssen wir mal schauen. Das machen wir vielleicht dann nicht im Let's Play. Ganz schön ruhig hier. Das letzte Mal, wo ich hier war, war hier einiges mehr los. Das nehmen wir alle mal mit. Und jetzt wird es ganz bestimmt einige von euch geben, die in den Kommentaren schreiben. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Scheiße. Die in die Kommentare schreiben, lass den Scheiß doch liegen. Aber das ist alles Geld. Hey, hier oben. Was? Auf dem Balkon. Ach so. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte. Okay. Holen wir uns gleich. Aber wir machen erst die Typen hier alle leer. Oh, der hat eine Automatikpistole gehabt. War zwar nur eine Impro-Automatikpistole, aber die finde ich geil. Weil die zumindest auf kurzer Distanz extrem hilfreich sind. Lag hier gerade nicht einer? Habe ich mir wohl eingebildet. So, wo ist das Stamp-Hitting denn? Da! Die ersetzen wir damit. So. Das Schöne ist, ich weiß gar nicht, ob der Trick noch geht. Wo haben wir vielleicht? Ne, haben wir nicht. Nicht so schlimm. Bei irgendeinem der Impro-Gewebe habe ich einen Bug herausgefunden. Da kann man anscheinend unendlich, Alter, unendlich lange nachladen. Fusionszelle, grüne Lumpen, nur in ein Outfit. Wir rüsten die Laser, wo ist sie denn jetzt? Die Lasermuskete mal aus. Da. Und jetzt können wir nämlich
Einmal, er hört auf. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, kurbelt er nochmal. Und jetzt ist der Schuss stärker. Aber das bringt uns nicht viel. Weil jetzt ist Schluss. Nochmal drücken kann ich nicht. So, bevor wir da reingehen, schauen wir uns hier überall noch ein bisschen um. Wir wollen ja alles mitnehmen. Hier liegt überall nichts. Da ist auch nichts. Toll. Diesen Weg ist in der Kirche gestorben. Tja. Nicht gerade der Ort, an dem ich gerne krepieren möchte. Aber okay. Jedem, wie er das möchte. So möchte ich schon gar nicht sterben. Wir könnten ihm sogar das Buch unterm... Ey! Sag mal, kannst du nicht aufpassen? Bisschen mehr Respekt vor den Toten. Kannst du nicht einfach das Skelett umrennen? Hier können wir nichts rausnehmen. Ey, ausblenden. Entschuldigung, aber irgendwie spinnt die gerade ein bisschen. So, noch ein Tischventilator. Nö, schade, ansonsten nichts großartig dabei. Hallo. Splittergranate, die in der Luft hängt. Ja, warum nicht? Abgeschlossen. Voll unfair. Also, wir merken uns. Das schreibe ich mir gleich wieder nach der Aufnahme auf, dass wir hier noch ein paar Saves zum Knacken haben. Obwohl, wir können mal eben... Ich wollte doch sagen, wir haben nämlich gerade ein Level abgekriegt. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Irgendwo hier müsste doch... Schleichen, Kommando... Wo ist denn der Safe-Knacker? Da, Schlossknacker. So. Wir gehen mal nach oben. Vielleicht ist da auch noch was. Was ist das denn? Der klebt hier einfach auf dem Dach. Können wir von hier oben was Interessantes entdecken vielleicht? Da steht nur eine rote Kiste. Also da kommt man anscheinend auf jeden Fall hin. Haben wir nichts, das größeren Zoom hat? Ich glaube nicht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Da scheint noch was in der Eingangsbereich zu liegen. Da sind nur ein paar Tische, ein Stuhl. Das sieht mir aus wie ein umgefallener Grill. Was ist denn das da? Was ist das? Da liegt was. Da gehen wir mal gucken. Ich bin neugierig. Tut mir leid, wenn euch das nicht so passen sollte, aber ich möchte, wie gesagt, immer alles da haben. Wir beeilen uns auch ein bisschen. Hopp. Dorken, wenn du dich nicht beeilst, lasse ich dich zurück. Natürlich nicht. Lass doch den Hund nicht da. So, hier war nix. Das war nur ein Stuhl. Ganz toll. So, und hier müsste... Da liegt noch einer. Hey, hey. Fusionszellen, Stimpack, Kronkorken, Melone, Milizhut, Inspektor. Ich hatte ja in irgendeiner Folge mal, glaube ich, erwähnt, dass ich den Knopf jetzt endlich rausgekriegt habe, womit wir die Leute bewegen können und damit ich beweisen kann, ihr. Ups. Wie war das gerade mit Respekt vor den Toten? Voll nett, wir packen hier an die Haare und ziehen sie einfach mal eine Runde. Ich setze sie ordentlich hin. So. Jetzt aber rein in die Hütte oder was auch immer das da ist. Wir wollen ja nicht ewig hier in Concord bleiben. Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Oh, Düngermittel, Öl. Da noch was drin? Nö. Ich beeile mich jetzt hier ein bisschen mit dem Durchschauen. Klebeband, Blechdose, Schutzhelm nehmen wir mit. Der hatte nur den Schraubenzieher, den lassen wir ihm da mal liegen. Mr. Handy. Glühbirnen. Oh, oh, oh. Keine Schaltkreise. Ach scheiße, ich habe gedacht, das wären Schaltkreise. Die Sicherungen sind aber unsere. Das
ist auch alle nix. Eine Etage nach oben, bitte. Okay, dann halt noch eine. Schon wieder diese Puppen. Die kriegen es auch jedes Mal hin, dass die mich erschrecken, ey. Jet, Buffout, Bierflasche, nö. Nicht da vielleicht noch was in der Ecke? Nee. Hier vielleicht noch was? Auch nicht. Da oben? Nö. Gut, gehen wir wieder runter. So, jetzt aber. Bevor meine Neugier gleich wieder irgendwie uns auffällt, davon irgendwo hinzugehen. Und wir sind durch die Tür. Schön der Ladebildschirm. Hätten die nicht ein paar mehr Tipps einbauen können, auch bei sowas? Das wäre eigentlich geiler gewesen. Oh, 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 was geht denn hier ab? Hey, da. Da, den habe ich gesehen. Habe ich genau gesehen. Aua. Was? Wer hat mich da angeschossen? Da oben hat es geblitzt. So. Nicht schon mit mir, Freundchen. Da ist irgendwo anscheinend noch einmal. A-Klammerbox, Schachtel Zigaretten, unsers. Ich glaube, da war kein Durchgang, ne? Nee. Die Tür kriegen wir nicht auf. Toll, wir sehen ihn und können nichts machen. Voll die Stille hier. Ich habe gedacht, das geht hier voll ab. Was für ein Spaß? Ey, wo ist der hin? Haut der einfach ab. Hallöchen. Jetzt gehörst du mir, Mann. Ja, sehe ich noch nicht. Lebst du, meine Fresse. Hä? Komm, die Schraubenschlüssel. Egal, alles unseres. Hab die blöde Angewohnheit mir mittlerweile hier drin, wirklich alles einzusammeln. Einfach weglaufen soll. Ah, Terminal. Ja, nehmen wir auch mit. Ich weiß zwar noch nicht, was das kommen wird jetzt, aber kein Problem. So, was war das? Wir probieren es mal einfach mit dem hier unten. Kein Treffer. Der vielleicht... Quiet hat 2 Treffer. Wir versuchen es mal mit Super da oben. Oh, shit. Jawohl! Na geht doch. Sicherheitstor entriegeln. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Meiner! Die Jungs jetzt aber, fliegt uns jetzt aber nicht um die Ohren, oder? Nehmen wir mal die Tür zu. Wo ist denn der Hampel jetzt hin hier? Ist der da oben? Da! Zapp! Weg mit der Sau! Ey! Kante blockiert uns! Oh! Springmesser! Der Schädel ist auch mal meiner. Ich wollte die Pulle nicht. Jetzt egal, jetzt haben wir sie. Wir gehen mal darüber. Zementsack. Auch meiner. Wie gesagt, bei sowas bin ich gierig. Halli, hallo, hallöle. Alles mitnehmen. Bierflasche? Nö. Zigarrenkiste. Oh, Erkennungsmarken. Sind die immer noch ein bisschen mehr wert als nur der Schrott? In Anführungszeichen. Den wir da rauskriegen. Schale, Teelöffel. Hä? Ach so. Kronkorkenvorrat. Yay! Kronkorken sind immer gut. Ein bisschen Geld schadet nicht. Dann können wir uns besser ausrüsten. Oh, wir haben ihn echt pulverisiert. Alles unseres. Und bei ihm haben wir immer...
Okay, den Schädel zum Platzen gebracht. Auch nicht schlimm. Hat er verdient gehabt. Glaube ich. Hoffe ich. Dann warte eben nicht auf den Tod. Ich weide dich selbst aus. Jetzt halt dein Maul, sonst erledigen wir das Miststück nie. Und der ist auch futsch. So. Patronen. Ach, Junge. Zu mir. Renn doch da nicht immer rein. Amerikanische Freiheitskämpfer. Ja, machen sie was sofort, aber erst den Typen. Oh, shit. Dogmeat. Aufgepasst. Du musst vor kurz was abnehmen. Wie wär's mit den Dingern hier? Und dem. Und dem vielleicht noch. Und oh, komm, die kannst du auch noch haben. So. Amerikas Freiheitskämpfer. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer unter den tapferen Männern und Frauen der US-Streitkräfte. Von Lexington und Concord bis zur Küste, oh Gott, Iwo Jimas, vom Mare, oh Gott, Tranquilitatis bis zur Anchorage-Front haben Amerikaner im Laufe der Zeit für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben. Mögen uns ihre Opfer daran erinnern, dass Freiheit ein Privileg vieler ist, das von einigen wenigen gewonnen wurde. Ja, hier stehen manchmal Sätze, ey, die hauen einen ganz schön aus den Latschen. Über die man auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel nachdenkt, oder? Ich meine, wer denkt jetzt schon, wie oft denken die Leute schon daran, dass ihre Freiheit ja nicht einfach nur so existiert, sondern weil einige dafür wirklich kämpfen mussten? Ja? Was denn? Probier's mal. Und wir haben noch einen pulverisiert. Dogmeat. Jetzt geh doch mal aus dem Weg. Vorkriegsgeld. Die Plastikgabel lassen wir erstmal, weil wir keinen Platz mehr haben. Oh, Schande. Jetzt ist der Hund weggelaufen. Wir legen mal was ab. Ich würde sagen, das reicht erstmal. So. Keramische Erkennungsmarke nehmen wir mit. Vorkriegsgeld wiegt nichts. Patronen wiegen nichts. Klebeband nehmen wir mit. Der Rest, das sieht ganz gut aus. Hier noch was. Okay. So, hier war aber noch eine Tasche. Patronen, Mollys. Ah. Mit dem Krempel laufen wir jetzt bis zu der Ecke da hinten. Ach so, das war der, den wir von unten beschossen haben. Okay, kein Problem. Alles unseres. So, das nehmen wir auch alle mal mit. Das auch. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Vielleicht. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Wer sind diese Leute? Die Welt hat sich verändert. Meine eigenen Probleme. Erzähl weiter. Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule, Pech gehabt, ist eine grausame Welt. Klingt hart. Ich würde sagen, wir sagen mal, klingt hart. Tut mir leid. Klingt hart. Danke. Nein, das ist es nicht. Schön, jemanden zu treffen,
dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Gott verdammt. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen? Sag es mir, das ist super. Taugt hoffentlich was. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag's ihr. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Power-Rüstung frage ich jetzt nicht, weil unser Mann bei der Armee war, so verstehe ich das zumindest immer am Anfang. Klingt nützlich, ich werde nicht helfen. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Gute Idee, könnte funktionieren. Das ist Selbstmord. Nee, ich weiß zwar noch nicht, was die Powerrüstung drauf hat, aber das klingt wie eine gute Idee. Minigun. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Kein Problem, den Kern haben wir doch schon. Aber wir fragen trotzdem nochmal. Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir wissen, wo man eine findet. Aber wir kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ach, gar kein Problem, haben wir schon gemacht. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Yep. Aber alles mit der Zeit, denn unsere Zeit ist vorbei. Zumindest für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ich noch was vergessen haben sollte, was wichtig ist, haut es mir doch in die Kommentare. Oder wenn ihr was zu bemängeln habt, höre ich mir das auch, oder ich lese es mir auch gerne durch, sagen wir es so. Und dann verabschieden Dogmeat und ich uns wie immer hier aus dem Ödland. Macht's gut. Ciao.